Hallo und herzlich willkommen in unserer Outdoor-Küche. Das hier ist eine richtige Outdoor-Küche und nicht so eine Bling-Bling-Outdoor-Küche, wie man sie manchmal in den Filmen sieht. Wir machen heute Real Burger, Real Man's Burger, Wild Boar Burger, wie auch immer, mit Wildschwein-Patty. Und das wird der Hammer. Nicht diese kleinen Winzlinge, wie so ein winzig kleiner Whopper oder Big Mac. Wir machen richtige Burger, verspreche ich euch. Bleibt dran! Ja Leute, der Ofen ist heiß. Wir können anfangen. Hier haben wir die Zutaten. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Was wir brauchen ist Dill, Zucker, Senfkörner, Kurkuma, Essig, kleingeschnittene Zwiebeln, Mayonnaise, Salz und Pfeffer und Gurkensaft mit kleingeschnittenen Gürkchen drin. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Wir fangen an mit den Gurken und schütten die schon mal da rein. Dann kommen noch Salz und Pfeffer dazu. Die Zwiebeln. Der Zucker und die Senfkörner. Und das Kurkuma. Und das Ganze wird jetzt schön umgerührt und dann muss das erst etwas einköcheln. Das Ganze bei niedriger bis mittlerer Hitze kochen, bis die Flüssigkeit komplett weg ist. Ja. Die Flüssigkeit ist gleich ganz verkocht. Nicht mehr lange. Schon gut. So, jetzt ist alles soweit eingedickt. Wir nehmen den jetzt runter vom Herd, lassen ihn ein ganz klein wenig abkühlen und tun dann den Essig noch dazu. Ja, jetzt ist es soweit abgekühlt. Jetzt kommt noch der Esslöffel Essig dazu. Wird auch wieder gut verrührt und sobald es ganz ausgekühlt ist, kommen die Mayonnaise und der Dill dazu. Aber dafür muss es erst richtig kalt sein. Ja, unser gekochtes ist jetzt abgekühlt. Jetzt kommen die Mayonnaise und der Dill dazu. Okay, wollen wir mal probieren. Ja. Lecker. Ja. Perfekt. So, super lecker diese Burgersoße. Jetzt werde ich den Teig ansetzen für die Buns und dann sehen wir uns gleich beim Fleischbraten wieder. Bleibt dran!
So Leute, die Buns sind fertig. Jetzt müssen nur noch die Patties in die Pfanne. Lecker Wildschwein-Patties. Wo wir das Wildschwein her haben, verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr nachgucken. Selbst gemacht. Jedes Patty hat ungefähr 200 Gramm. Das sind mal Burger-Patties, oder? Alles unter 200 Gramm ist Aufschnitt. So Freunde, es ist soweit, der große Augenblick ist gekommen. Jetzt geht's an die Verkostung. Hier ist der Burger Bun. Wie die Burger Buns gemacht werden, das könnt ihr nachgucken in dem Video, in dem ich die Hot Dogs mache. Verlinke ich euch da oben. Da könnt ihr sehen, wie das geht. Ist genau das gleiche, werden halt nur nicht als Hot Dogs geformt, sondern eben als Burger Buns. Ketchup. Und jetzt zu unserer leckeren selbstgemachten Soße. Da brauche ich ein bisschen mehr sein. Und jetzt kommt das Hauptteil, Patty. Tomatenscheibchen und ein bisschen Salat. Wir leben ja gesund. So. Kannst du mir das ein bisschen. Naja, wird spannend beim Essen. So, ich ihn aber mal durchschneiden. Boah. Jetzt muss ich euch mal näher zeigen. So. Oh, gerade Malheur. Umgefallen. Und ich stehe im Licht. Das sieht Hammer aus. Wirklich. Nee, so geht's nicht. Ein bisschen weiter runter. So. Wird das natürlich schon etwas schwierig beim Essen. Wahnsinn. Genial. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der absolute Hammer. Probier das unbedingt aus. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch animieren, das mal nachzumachen. Ich wünsche euch noch was. Tschüss.